Hi Leute und willkommen zurück zu Tales of Celia. Wir müssen nun zum Moor reisen, denn ansonsten können wir die Lanze von Kresnicke nicht finden und ihr kennt ja das ganze Spielchen. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade auf die Ereignisliste klicken, um zu schauen, was wir gerade im Arbeit haben. Also ich muss vom Arklandsumpf aus zum Moor reisen. Rosa Formler Smaragd, ja. Finde das entwischte Schweinchen und bring den Brief zu Vater nach Fort Gandala. Das alles können wir nicht schnell reisen machen. Hängt wahrscheinlich alles mit dem, mit der Quest hier zusammen. Was ist das? Juice Freunde von der medizinischen Hochschule. It's been a while since you've been back to Fenmont. Don't you want to visit any of your friends? Yeah, sure. Wait, you didn't make any friends while you were here? I made plenty of friends. It just... It feels like it's been forever since I went to school here. Ihr sagt aber nicht, du willst tatsächlich hier reingehen. Na gut, das können wir wenigstens noch machen. Mann, immer diese Ablenkungen. Ich will doch nur die Welt retten. Also, wo genau soll ich dann hin? Das ist die Frage der Fragen, ne? Wo soll ich hin? Sprich mich nicht an. Ich kann es mir nicht leisten, mit gesuchten Verbrechern gesehen zu werden. Boah, fies. Hey, du kannst mir nicht einfach so im Krankenhausausgang wegdriften. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Ja? Ich dachte schon, das ist dein Studium geschmissen, aber jetzt bist du wieder da und hast ein paar heiße Schnecken im Schlepptau. Respekt, Jude. Können die an nichts anderes denken? Dr. Jude, I didn't know you were back. I couldn't believe it when I heard that the military was after you. Oh gosh, where do I even begin? Take a deep breath, Prin. It's okay. Although, to be honest, so much has happened that I don't really know where to begin either. You weren't really a spy, were you? I can't imagine you being one. Are you kidding? Jude's smart and all, but I wouldn't hire this goofball to spy on his own nose. A harsh yet accurate appraisal. You must be Leia. You're exactly as Dr. Jude described you. You always showed up in his stories, you know. Really? And here I thought he'd forgotten all about me. I only mentioned you a few times. Hey, is that a Sylph-Jay? Are you treating it? Yes, I'm doing it as a special favor for an acquaintance of mine. That's the same bird Alvin uses. I didn't know it was called a Sylph-Jay. They're pretty unique. They can channel wind spirits with their mantelobe to help them fly long distances. Sylph-Jays also have the ability to distinguish between the mantelobes of different people, and can use that to sense a person's location. Hence their popular use for military communication. Wow, little guy, you're pretty smart. Unfortunately, this little one flew too far, too fast, and ended up hurting his mantelobe. Well, that was silly of you. But I like a hard worker. He'll weaken and die from the injury. And there isn't anything I can do to save him. There is a treatment that uses harmonica grass, but it's impossible to get right now with everything that's happening. Hey, if that's the case, I'll find some harmonica grass for him. What? You know I have a weakness for the smart but bumbling type. You're still talking about the Sylph-Jay, right? Mhm. Harmonika Gras, hä? Haben wir das zufällig da? Im Arklandsumpf. Okay. Wetten, dass wir das dann einfach so finden werden. Dieses angeblich unmöglich zu beschaffende Gewächs. Ja, haben wir schon mal gehabt mit dem Herzkraut. Ja. Wir erinnern uns. Das war sowas von schwachsinnig. Muss ich ehrlich zugeben. Also wenn die schon sagen, das Ding ist super selten und sowas, dann soll es auch gefälligst super selten sein. Das war gut, um die Quest zu lösen, aber ich bin ein paar Meter rausgelaufen, habe einen Sack gefunden, voll mit Herzkraut. Das widerspricht allen Angaben total. So. Wo war jetzt dieser Sumpf? In dieser Richtung. Ja, super. Dann gehe ich mal dahin. Ei, caramba. Da läuft ja schon ein. Die Geschichte der Menschen. Boah, sag mir bitte nicht, dass du mich weiter nerven willst. I understand that humans haven't engaged in large-scale warfare since the Battle of Fezabel 20 years ago.
For someone who doesn't meddle in human business, you sure seem to know a lot about our history. I read a book about recent human history while I was convalescing in Laurent. You read it in a book? Guess Jude's not the only honor student. The book confirmed my theory. Humans haven't changed one bit since ancient times. And I suppose your impression of ancient times also comes from a book. Did you say something? Oh, I just said that as long as humans never change, we mercenaries will never go hungry. Der Umgang mit Stäben. Oh, that's some fine staffmanship. I'm still learning. I won't quit training till it's an extension of my body. Your dedication to your art is admirable. It puts mine to shame. Oh, I don't know about that. Now don't get all psyched up just because she praised you. Whatever, I'm psyched! Ow! My head! See? What did I just tell you? No, it really hurts. You'll be fine. Here, I'll take care of it for you. Leia truly handles her staff well. But Jude handles Leia even better. So, ob ich den da von hinten kriege? Nicht so, wie der sich da rumbewegt. Wow! Na gut, dann kommt's halt zum normalen Kampf. Okay, mit wem haben wir es zu tun? Sumpfpflanzen und Peachybällchen aus dem Sumpf. Au! Au, 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 au. So. Und ich hatte auch noch den falschen Link drin gehabt. Na super. Deswegen wollte meine Art nicht funktionieren. Okay. Das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht mehr. Komm, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Vor ein bisschen Frieden hier. Ein bisschen Freiraum. So, und tschüss. Und jetzt kommt noch du dran. Vorsicht, da kommt der Hammer geflogen. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So. Oh, 608 EP. Krasse Kacke. Ich habe das Gefühl, man kriegt immer mehr. So, wenn dieser Sack jetzt dieses Zeug enthält, dann falle ich um. Nein, Rahmenschwarze Federn. Und was klebt hier dran? Wiesenkristall. Kristalle wachsen auf Bäumen, nicht vergessen. Oh mein Gott. Sumpfmeerwisch. Wow, Vorsicht. Die sind schwach gegen Feuer. Au. Oh, die hauen mich ja um hier. So, wildes Gebrüll hier. Jetzt hau ich einfach mal um. So, und du bist jetzt auch noch weg. Wirbelwindattacke. Never-ending trust. Are you sure? Ja, nicht enden wollendes Vertrauen. Bist du dir sicher? Arkane und mystische Arte. Solange du dich im Zustand der Grenzüberschreitung befindest, kannst du ein mächtiges mystisches Arte wirken. Halte hierzu X gedrückt, nachdem du einen Gegner mit einem Arkan-Arte getroffen hast. Die Verwendung eines mystischen Arte beendet den Zustand der Grenzüberschreitung. Achte also bei seiner Aktivierung auf gutes Timing. Okay. Habe ich den Arkan-Arte? Habe ich sowas? Keine Ahnung. Sehe ich denn so aus, als wüsste ich sowas? Ich bin überfragt. Ich nicht wissen. Keine Ahnung. Ob ich Arkan-Arte... Zählt das allgemein die Arte, die ich habe, oder was? Naja, ich habe ja Grenzüberschreitung, glaube ich. Nein, habe ich nicht, aber fast. Okay, dann probieren wir das einfach mal. Vielleicht... Ja, ich komme ja hoch genug an die Grenzüberschreitung ran. Au, au, au. So, und jetzt? Nee, das funktioniert nicht. Ich muss wirklich eine Arkan-Arte einsetzen, aber, Autsch. Ich komme ja gerade überhaupt nicht weg. Die laufen ja hinter mir her. Lass mich in Ruhe. Okay, kack auf den Scheiß. Ich glaube, ich habe keine Arkan-Arte mit Jude. Lass weg.
Ich habe so etwas gar nicht. Never stop improving. So, Rowan ist aufgestiegen. Dann kümmern wir uns mal darum. Ah ja, wir wollten also hier hin. KP-Schub. Gefrierlanze. Ja, das hört sich toll an. Und die Liliumkugel hat sich ausgeweitet. Und wir sind direkt auf dem richtigen Weg. Fähigkeitspunkte gibt es. So. Dann aktivieren wir noch seine Fähigkeiten. KP-Schub ist hier. Alles klar. So, dann klebt hier noch etwas. Wiesenkristall. Dann machen wir noch dieses Monster hier fertig und holen uns mal den Sack dahinter. Mal schauen, was da drin ist. Nee, also das ist definitiv keine Arkan-Arte, die ich habe. Deswegen funktioniert das hier nicht. Gut, dann machen wir das halt so. Hat nicht funktioniert. Konnte keine Serie starten. Arschig. So, und jetzt geh weg, geh weg, geh weg. Level up. Mano. Arkanarte, was ist das überhaupt? Kann ich sowas lernen? Ich gehe einfach mal hier den Weg entlang. So, Zyklonenantrieb. Eine Kriegsarte. Aha, Kriegsarte, Arkanarte. Den Unterschied muss ich immer noch irgendwie herausfinden, aber egal. Illusionsschritt. Ja, das machen wir. So. Dann muss ich, hier reinschauen. Da. Ach, da ist eine Arkanarte, bei dem der Wirker nach einem Rückwärtssalto himmelswert tritt und mit Schockwellen... Okay, da haben wir ja eine. Dann kann ich das ja mal ausprobieren. Und hier tun wir dann Zyklonantrieb rein. Alles klar, dann probieren wir das doch mal. Der entscheidungsfreudige Typ. Oh. Many of the provisions we packed are nearing their expiration date. You sure do sweat the little things. I'm surprised you could handle being a tactician. It is a tactician's duty to consider and prepare for every possible complication. Momentary oversights bring enduring wounds. But isn't it also true that a moment's hesitation can lead to a lifetime of regret? It is. Which is why a leader must make snap decisions without hesitation. Then I shall make the call. We will continue to eat the provisions until 2 months past the expiration date. Yes, ma'am. You must love that about her. The fact that she can cut through all your worries in an instant. Are we talking about the way I feel about her or the way you do? 1100 Gold. So, dann probieren wir das mal bei diesem Monster aus. Oh, die Grenzüberschreitung ist, ist das das Maximum, wenn ich hier die Arte voll aufgeladen habe? Oder eins dieser Stufen? Ich glaube, das ist, wenn ich das komplett aufgeladen habe. Okay, so. Ja, definitiv. Ich muss das komplett aufgefüllt haben, um mystische Arte einzusetzen. Ah, oh, das ist aber so anstrengend. Endsturm. Mano. So, und ich habe jetzt auch keine Lust, hier ewig lang hier rumzutollen. Oh, eine Truhe. Die will ich mir natürlich holen. Und, ups. Zitronengummi. Wie kann Gummi überhaupt hier ablaufen? Da muss ich echt mal überlegen. Monsterflüssigkeit, ja. Großes Horn, okay. Nein, du lässt mich in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe, ich nehme nur diesen Sack hier. Zugvogelfeder, hm. Und Bienenstock an einem Felsen. Ja, nee, ist schon okay. So. Dann machen wir dich noch fertig. Denn du versperrst mir gerade den Weg. Oh mein Gott, das sind so viele. So,
Was haben die eigentlich? Feuer, Feuer, alles Feuer. Sehe ich so aus, als hätte ich Feuerarten hier. Au, au. Mein Gott, das tut doch weh. So, Flammensphäre. So, jetzt haben wir das mal endlich ausgenutzt hier. Schmetterklingen. Nice, nice, nice. So. I wish we didn't have to fight, but we must. I feel much stronger. You're really coming into your own. So, Elise hat ein Level up. Dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier? Psi erhöhen. Das hört sich gut an. Und die Liliumkugel hat sich ausgeweitet. Dann gehen wir auch weiter direkt in diese Richtung. So, Fertigkeiten, Psyche 2. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Acker, Arklund-Sumpf, mittlerer Bereich. Oh, du Kacke. Gut, dich machen wir noch fertig in diesem Part. Und los geht's. Also ich muss sagen, die Kämpfe, irgendwann werden die Kämpfe natürlich monoton, ist klar. Oh, verdammt, der verteidigt sich. Aber was will man machen? Eigentlich machen die Kämpfe ja auch Spaß. Die sind schön dynamisch. Nicht nur rundenbasieren oder sonst was wie bei Final Fantasy. Sondern hier tut man richtig was. Hier arbeitet man. So, und weg. Und Mila ist aufgestiegen. Alles klar, dann kümmern wir uns auch um sie. Was haben wir hier? Ausdauer? Ja, können wir machen. So, und was haben wir hier? KP-Gewinn, Luftkraft, Geist 2, Intelligenz 2. Nee. Ich würde mal sagen, KP-Gewinn. Gehen wir noch hier lang und hier lang. So. Dann müssen wir die Fertigkeit nur noch hier aktivieren. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.